Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Transport Fever 2 hier auf dem Kanal Fernexpress. Wir sind, na, ist das ein Ausblick? Ist das ein Wetter? Und ja, wir sind wieder in Giffendorf. Und man sieht, es ist Herbst geworden. Es gibt ja bisher, soweit ich weiß, keine Wintermod, aber es gibt eine wunderschöne Herbstmod von Spacki und ich dachte, das baue ich hier jetzt mal ein. Und hier sind ja die Winter auch oft sehr schneefrei, insofern passt das ja auch ganz gut zur Jahreszeit. So, und wir sind wieder in Giffendorf und ja, ich habe im Hintergrund eine ganze Menge hier gebastelt. Das eine ist, ich habe diesem Bahnhof ein Dach verpasst, ein sehr stylisches Dach. Und ich finde, das sieht schon sehr hübsch aus hier. Ja, es hat doch einiges gebracht. Und ja, das war das eine, was ich hier gemacht habe. Und wie man sieht, fahren jetzt die Züge hier auch noch mehr Züge hier rein. Ich habe nämlich unsere Intercity-Linie oder TE-Linie von Knieritz nach Giffendorf von dem alten Bahnhof hier umgeleitet, hier eine neue Kurve eingebaut, dass die jetzt in diesen neuen, viel größeren, viel schöneren Bahnhof fahren. Und der alte Stadtbahnhof hier im Moment nur noch von unserem Triebwagen und von der Dampflok angefahren wird. Und das sieht man auch, hier gibt es eine neue Brücke. Dieser Bahnübergang hat ja in letzter Zeit hier immer wieder für großen Rückstau gesorgt. Wenn hier der Bahnübergang geschlossen war, dann hatten also Fahrzeuge manchmal bis hier hinten nach Entenhausen einen kompletten Rückstau auf der Straße. Das soll diese Brücke jetzt dauerhaft beheben und damit die Autofahrer gar nicht auf die Idee kommen, hier rüber zu fahren, ist dieser Bahnübergang jetzt mit einer Fußgängerstraße belegt. Das heißt, hier dürfen Autos nicht mehr rüberfahren. Ich hoffe, sie halten sich dran. Und die sollen jetzt über die Umgehungsstraße und die Fußgänger können weiter hier über diese Straße den Bahnhof oder die andere Seite der wachsenden Stadt Giffendorf erreichen. Und ja, und das andere, was ich gemacht habe, auch das ist eine sehr schöne Mod, die ich eigentlich gefunden habe, als ich den Herbst gesucht habe. Und die, wenn ich das richtig sehe, auch von Spacki ist, das sind nämlich die Nadelbäume. Ja, sowas gab es bisher gar nicht. Und es gibt natürlich eine Stelle, wo die hervorragend hinpassen. Und das ist hier auf unserem Berg, auf unserer Seilbahn, wo man jetzt eben ja stilecht durch Nadelbäume, durch einen Tannenwald hier hoch mit der Seilbahn fahren kann. Wir können uns das mal kurz angucken, wie das dann hier am Berg aussieht. Ich finde, das ist auch eine tolle Sache, dass wir hier durch unsere Bergwelt ins Tal gleiten und einen tollen Ausblick hier auf unser kleines Städtchen Namberg haben. So, da kommt die Gegenbahn. Im Moment ziemlich leer, aber im Prinzip läuft hier der Verkehr relativ gut auf dieser Route. Ich weiß gar nicht, ob wir das beim letzten Mal schon, ob ich das schon gezeigt hatte. Hier unten gibt es jetzt neben der Seilbahn auch noch einen Parkplatz und ein paar Bäume sind dazugekommen. Das heißt, wir haben jetzt hier auch auf der Nordseite des Bahnhofs einen wirklich schönen Zugang und es wirkt alles nicht mehr ganz so kahl und in die Landschaft gesetzt wie vorher. Man sieht, wir haben jetzt hier nicht nur die schönen Margeriten und die Büschchen und so, sondern wir haben auch hier jetzt Bäume und einen schönen Zugang von dieser Seite. Gut, hier fehlen noch Autos. Die werde ich dann später nochmal nachliefern. Das wollen wir heute nicht machen. Heute möchte ich zunächst zurück zu dem Ort, wo wir angefangen haben, nämlich nach Giffendorf. Da ist schon eine Menge passiert, aber noch nicht genug passiert. Mindestens zwei Dinge fehlen noch. Nämlich zum einen, ja, der Stau löst sich zwar hier ganz allmählich auf, aber ich würde gerne die Straße hier noch etwas verbreitern. Das heißt, hier noch einmal kurz auf die Stadtstraßen gehen und hier die große Straße nehmen, die hier dann, gut, da werden vier Gebäude werden da verschoben oder abgerissen. Das finde ich ist da nicht so schlimm. Das heißt, wir machen das hier mal und hier hinten auch
Und dann hoffe ich mal, und da müssen wir jetzt natürlich auf eine Landstraße gehen, auf eine breitere, dass wenn hier diese ganze Straße jetzt entsprechend verbreitert ist, ich ziehe das mal bis hier oben rein, und gleichzeitig wir eben hier diese Brücke haben und noch ja, der Personenverkehr jetzt auch zwischen den beiden Orten ja mit unserer neuen Linie eingerichtet ist, dass das dann sich hier auf Dauer sehr entzerren wird. So, unsere Autofahrer haben alle gedreht und fahren jetzt brav über die Brücke. Das ist schon mal sehr gut. Das heißt, die wohnen jetzt deutlich ruhiger als vorher. Was ich jetzt gerne noch machen möchte als nächstes, wir haben ja unsere Verbindung gebaut beim letzten Mal von hier oben, von Suchtrop-Büttenwader-Entenhausen in der Kurve hier runter bis Giffendorf. Und jetzt möchte ich von Giffendorf noch eine Verlängerung bauen, nämlich hier nach Velburg in unsere pseudo-niederländische Stadt. Ja, und die Namensgebung habe ich total vergessen, dass wir das ja eigentlich umbenennen wollten. Und da ist mir aber auch immer noch kein, ich habe immer noch keinen passenden Namen. Also weiterhin auf der Suche nach einem neuen Namen für Velburg. Oder wenn mir jemand verraten könnte, ob sich das Velburg oder Velburg ausspricht, wäre das ja auch schon mal was. So, und die möchte ich hier durch diesen, dritten Teil von Giffendorf. Giffendorf ist ja eigentlich eine total spannende Stadt, die ähnlich wie Bischofsbrück auf drei Seiten verteilt ist. Und wir haben also hier den schon lange Giffendorf-Ostufer. Das gab es schon sehr am Anfang dieses Spiels. Und auf dieser Seite, das ist jetzt neu dazugekommen in relativ kurzer Zeit. Und deshalb möchte ich eine Strecke, eine Nahverkehrsstrecke hier über den Fluss hier lang und dann fädelt die sich irgendwann hier, wo wir eine Grenze oder Ähnliches noch bauen müssen, fädelt sich die in die Schnellzugstrecke hier ein. Das ist das, was ich heute machen möchte und dazu brauchen wir natürlich hier eine Brücke und hier auch eine andere Ausfädelung. Diese Gleise sind noch aus der Zeit, als der Güterbahnhof hier in dem nördlichen Teil lag. Die werden also so gar nicht mehr gebraucht, weil von hier werden voraussichtlich keine Personenzüge hier unten in dieses Gebiet fahren, wo ja wirklich überhaupt derzeit keine Stadt ist. Und wenn hier mal irgendwas angeschlossen werden soll, dann müsste man das neu bauen. Insofern würde ich jetzt mal den Bagger rausholen, zunächst mal hier die Gleise entfernen, die hier noch in den Bahnhof gehen. So, jetzt ist auch der Ton wieder da. Und dann hier eine Bahnbrücke bauen. Was nehmen wir denn da Schönes? Es sollte auf jeden Fall nicht zu langsam sein. Also so, naja, ich sag mal 180 sollten die schon können. 180, 200, mal gucken, was da so im Angebot ist. So, wo haben wir die Gleise? 160, ja, das ginge auch, aber ich glaube ein bisschen schneller. 180 Betonschwellen. ÖBB, nein, diese Betonschwellen hätte ich gerne. Und da muss leider dieses schöne Haus hier wohl weichen, denke ich mal. Aber wer so nah am Bahnübergang, so nah am Bahnhof gebaut hat, oder macht es überhaupt Sinn, das abzureißen? Ich muss ja hier rüber. Ich baue erstmal die Brücke und dann gucke ich mal, was mit dem Haus ist. Weil wir müssen ja hier auch noch über die Straße am besten rüber. Das heißt, ich möchte von hier eine Brücke haben. Das reicht. Das ist sogar schon relativ hoch. Mal gucken, ob ich auch mit was Niedrigerem hinkomme. Okay, gucken wir mal, ob das auch reicht. Na, jetzt darfst du mal nicht runtergehen, sonst wird das nichts. Das muss sogar eher da hinten noch etwas höher gehen. Ja, aber das sieht doch an sich ganz schön aus, wenn wir von da jetzt ins Gleis kommen. Ich guck mal, ich muss das mal eben mit der Höhe nochmal anders ausprobieren. Mir ist das immer noch zu hoch, weil selbst so ist das ja noch schiffbar. Das heißt, höher müssen wir hier überhaupt nicht. Da kommen wir zumindest mit kleineren Booten durch. Jetzt gucke ich mal, naja, das ist ein längerer Fluss, da könnten auch noch, aber da unten haben wir überhaupt keine Industrie, keine, naja, wir machen es erstmal so, prinzipiell ist das ja noch zumindest begrenzt schiffbar hier, man kommt ja da noch bei dem Gelben, glaube ich, auch irgendwie durch, ansonsten könnte man hier auch nochmal mit N hochgehen, dann wird das, ja, das funktioniert auch, dann kommen wir auf jeden Fall noch da durch. Was nehmen wir an Brücke? Also das ist ja nun eine Neubaubrücke, das sollte also keine
Reine oder man hat hier mal richtig architektonisch zugeschlagen und eine wunderschöne alte Steinbrücke nachgebaut. Ich finde, das sieht ziemlich gut aus. Die kann allerdings nur 180, die Brücke. Ah nee, die Gleise können nur 180, das ist okay. Ja, dann nehmen wir die doch mal. Die hatten wir, glaube ich, in dieser Farbgebung hier noch überhaupt nicht und die passt hier, finde ich, wunderbar hin. Okay, also die Brücke ist gekauft und jetzt gucken wir mal, ob wir von der Brücke in die Gleise kommen. Und das Haus kann sogar stehen bleiben. Na, da können Sie sich aber freuen. Das war knapp, ihr Lieben. So, zweites Gleis. Wenn es denn andockt. Genau, da kommen wir auch hier rüber. Jetzt mal in Brücken muss man immer ein bisschen aufpassen, dass die sich... Nö, das funktioniert jetzt nicht. Dann mache ich es erstmal so. Ist ja egal, und dockt dann hinterher an. Dann haben wir die Seite schon mal fertig und jetzt müssen wir nur noch einmal hier unten in das Bahnhofsgleis rein. Das sollte aber problemlos funktionieren, tut es auch. Okay, dann hier noch mal, gleich bevor wir es vergessen, eine Weichenverbindung hin, damit hier auch Züge enden, wenden können, wie auch immer. Hier vorne müssten sie das sowieso können, wenn ich das richtig sehe. Kommen da rein, dass wenn das eine Doppelkreuzweiche ist, ist sie, dann kommen sie auch in dieses Gleis. Das heißt, da sollte ein Wenden in die Richtung ohnehin möglich sein. Okay, wir haben unsere neue Brücke und jetzt habe ich gesagt, wir wollen Richtung Schnellzuggleise. Ich möchte aber, man könnte natürlich jetzt hier in die Gleise rein, aber zum einen ist das eine Strecke, die mit höherer Geschwindigkeit befahren werden soll und zum anderen möchte ich die Gelegenheit hier auch noch nutzen und diesen Ortsteil auch noch mit einem kleinen Bahnhof versehen. Ja, das könnte ja durchaus hier eine wachsende Gemeinde werden und dann brauchen die auch einen Bahnhof. Das kann man hier entweder mit dem Bahnübergang rüber oder ich gucke mal eben, wenn ich jetzt hier nicht nach unten gehe, sondern das einmal auf der Höhe lasse, dann käme ich nämlich da auch noch mit der Brücke runter und das finde ich gar nicht mal so schlecht, wenn wir hier nicht diese Straße, die ja vielleicht später nochmal stärker befahren wird, direkt wieder mit einem Bahnübergang stoppen würden. Das sieht doch nicht schlecht aus hier, diese Brücke, genau. Tiefer kann ich nicht, nein, tiefer kann ich leider nicht. Okay, dann mache ich das mal. Zweites Gleis folgt. So, und jetzt müssen wir hier einen Bahnhof. Hier soll natürlich kein riesiger Bahnhof hin, allerdings auch nicht so ein ganz kleiner wie da hinten. Ich möchte hier irgendwas Mittelgroßes hinsetzen. Was haben wir denn hier an Bahnhof? Ne, das ist ein ganz neuer großer. Entweder nimmt man jetzt hier so einen kleinen, den wir hier auch hatten, nochmal in... Ja, das ist zu... Nee, das passt da irgendwie nicht hin. Das sind Seilbahnstationen, brauchen wir da auch nicht. Oder doch nochmal so eine Spitzkehre. Was ist das? Das ist der Güterbahnhof. Naja, vielleicht doch nochmal so eine Spitzkehre hier. Gucken wir mal, wie lang ist denn der Bahnhof hier? Das wird doch ungefähr die gleiche Länge. Also länger als das muss es auf gar keinen Fall sein. Der ist wahrscheinlich 360 Meter. Noch nicht mal das, oder? Guck mal. Nee, der ist noch kürzer, dann 320 wahrscheinlich. Ja, genau, 320 Meter. Das heißt, das muss auch hier hinten reichen. Längere Züge werden hier definitiv nicht fahren. Wir brauchen zwei Gleise. Und ich würde den Bahnhof hier so ein bisschen in den Wald setzen, in der Hoffnung, dass das Ganze noch wächst. Und dann mal gucken, was wir da für ein Gebäude eventuell zusetzen. Oder man nimmt, das könnte ich auch noch mal eben gucken, vielleicht doch so ein ganz altes Gebäude hier, dass das eben eine Strecke ist, die lange Zeit nicht befahren war und die jetzt eben wieder irgendwie reaktiviert wurde. Es gab doch hier so kleine... Ja, das ist zu groß, dieser Bahnhof. Das ist wirklich zu groß. Nee, dann bleibt es bei der Spitzkehre und ich gucke mal anschließend, was ich da eventuell für ein Gebäude zusetzen könnte. So, wo ist mein Ort? Hier ist mein Ort. Dann würde ich das hier oben irgendwo hinsetzen und dann mal gucken, wie wir das anschließen. So. Jo, das passt. Die Gleise gehen durch. Dann macht er halt hier
Oh, da haben wir noch eine Brücke. Haben wir da als Brücke oder? Ja, das ist nicht so cool hier. Kann ich das doch nochmal abreißen? Und vielleicht auch die Straße. Ich möchte die durch die Brücke durchführen, die Straße, aber ich möchte die Brücke hier nicht zu lang werden lassen. Das heißt, ups. Nee, da will er dann nicht mehr. Okay, dann müssen wir halt die Straße da irgendwie krümmen. Das ist ja nicht das Problem. So, du kommst in das Gleis. Schauen wir mal. Jawohl, das sieht gut aus. Und du folgst ins zweite hinein. Jawohl, habe ich denn hier? Ja, ich habe hier Oberleitungen, auch wenn ich da später noch was zu sagen werde. Und jetzt schnappen wir uns hier die Straße und was Städtisches hätte ich hier gerne. Nicht zu groß, die hier sollte reichen. Dann wird erstmal das hier so ein Stück Stadtstraße und jetzt bauen wir das hier unter der, upsala, unter der Brücke durch. Ja, das könnte funktionieren. Hier hinten an die, na, das sieht aber nicht aus. Hier hinten an die Straße ran. Das Stück Straße ist erstmal überflüssig. Dann kommen die auch weiterhin in den hinteren Teil ihres noch nicht gebauten Städtchens. So, das haben wir auch. Und jetzt kommen wir hier zum Bahnhof. Jetzt muss man den doch irgendwie konfigurieren können. Da wartet nichts, das ist richtig. Hier habe ich aber auch keine Möglichkeit, okay, hier habe ich keine Möglichkeit, noch ein Gebäude dran zu setzen. Wie haben wir das denn bei dem anderen gemacht? Ah, okay, das war falsch. Nee, ich wollte was ganz anderes. Moment, ich reiße das nochmal kurz ab. Rückerstattung, nehme einen anderen Bahnhof und nehme dann einfach das Gebäude beim Konfigurieren weg. Das war eigentlich das, was ich wollte. Okay, also nochmal hier unser alter Bahnhof. Wo war er jetzt? Ja, es gibt irgendwie noch nicht wirklich schöne kleine Bahnhöfe. Also nehmen wir jetzt einmal den mit Länge 320 Meter. Das kann ich direkt. Das kann ich nicht direkt. Wo kollidiert denn das? Moment. Dann muss das hier nochmal weg. So. Jetzt kann ich den Bahnhof hier hinsetzen, nur das Gebäude ist mir halt viel zu groß an der Stelle. Da müssen wir gleich mal dran. So, Gleise. Gleise, kommt her. Wo seid ihr da? Einmal dies verbinden und einmal dieses verbinden. Jetzt den Bahnhof konfigurieren. Ups, das war die Konsole. Konfigurieren, einmal den Bagger und dieses Gebäude machen wir mal sehr viel kleiner hier. Da bleibt ein bisschen Gebäude stehen. Aber dann bleibt wirklich nur dieses kleine Hauptgebäude stehen und alles andere brauchen wir hier nicht. Und jetzt brauche ich aber eine Straße, die da hingeht, damit das Ganze angeschlossen ist. Das machen wir auch wieder mit so einer mittleren städtischen Straße, die möglichst hier halbwegs gerade an diesem Gebäude vorbeigehen sollte. Das tut sie jetzt. Und dann hier hinten reinführt. Und das ist auch städtisch. Jawohl, das ist schon mal gut. Und da vorne wird die auch nochmal angebunden. Dich will ich haben. So, dann geht die nämlich einmal hier vorne lang. Ich bin mir ziemlich sicher, das wird relativ schnell hier dann anschließend auch entsprechend bebaut werden. Gut, ich glaube, das sollte man auch durchziehen. Das wird die KI sowieso kurz oder lang machen. Das heißt, die haben jetzt hier oben einen Bahnhof. Und von hier geht es jetzt weiter in Richtung ja, Pseudo-Niederlande. Da brauchen wir nochmal Gleise für. Da nehme ich weiterhin die 180er. Da arbeite ich jetzt aber zunächst mal ohne Oberleitung. Das heißt, ja, hier endet im Moment die Elektrifizierung. Weiter geht's nicht. Elektrisch. Jetzt habe ich den Bahnhof doch nicht ernsthaft. Doch. Ich habe, Moment, ich muss noch mal einmal zum Konfigurationstool greifen und hier Gleise dranlegen. Ich habe nämlich tatsächlich diesen Bahnhof jetzt eingleisig gebaut.
Das war nicht so geschickt, aber wir können das ja nachrüsten, indem wir hier ein zweites Gleis dran kleben, sobald ich das hier gefunden habe. So, sollten Sie eigentlich gleich kommen. Wie gesagt, bei den Bahnhöfen, wenn man da die falschen Gleise nimmt, dann kann das schon mal zu Problemen führen. Und das Gleis muss, ja, das Gleis muss da. Jetzt habe ich ein Problem. Jetzt weiß ich, manchmal ist man etwas verwirrt. So, ich reiße dieses Gebäude jetzt doch komplett ab und mache das nämlich mit den Gleisen anders hier. Deshalb hat das hier vorne auch gar nicht richtig funktioniert. Ich reiße nicht den ganzen Bahnhof ab, ich möchte ihn konfigurieren. Ja, gleich habe ich es. Also viel mehr kann jetzt nicht mehr schiefgehen bei dem Bau hier. Gebäude geht weg. Und hier vorne kommen dann die Gleise hin. Das heißt, wir haben hier einen Mittelbahnsteig ohne Gebäude. Wie ich den an die Straße anschließe, muss ich dann anschließend nochmal gucken. Das sollte aber trotzdem funktionieren. Okay, jetzt muss ich hier wieder einmal ganz durchscrollen. Das ist irgendwie, muss ich mal gucken, welche Mods ich hier deaktivieren muss, damit ich das nicht jedes Mal tun muss. So, hier vorne kommen die Gleise hin. Da kommt auch noch ein Gleis hin. Und jetzt brauche ich nochmal den Bagger hier vorne, weil ich ja hier an das andere Gleis ran muss. Das heißt, die gehen hier automatisch auseinander. Das kann nichts andocken. Und jetzt hängt der Bahnhof mit Sicherheit nicht mehr an der Straße. Sehe ich das richtig? Nee, das tut er eben nicht. Und da können wir entweder gucken, dass wir hier noch ein Stück Straße bauen oder dass wir hier anschließend mit einem Bus, Bahnhof oder ähnlichem im Bahnhof anschließend, wenn das geht. Ich glaube, da gab es was Längliches, was. Na, das ist aber zu lang. Das ist auch eine Frachtstation und der Bahnhof ist in der Tat viel zu groß für hier. Das heißt, Bus-Tram-Station, das ist auch zu klein und das ist schon die kleinste Variante. Okay, das heißt, ich brauche hier nochmal eine Straße. Und guck mal, ob ich das hier noch angebunden kriege. Das funktioniert aber jetzt gar nicht mehr, weil die Leute vom Bahnsteig nicht runterkommen oder wie? Ich verstehe es gerade noch nicht ganz. Okay, dann müssen wir dich noch mal ein bisschen ummodeln. Das geht aber auch. Dann konfigurieren wir hier einmal eine Plattform, einen Bahnsteig hier vorne dran. Was haben wir denn hier im Angebot? Ach, das sind die Ära B. Ah, nee, ich wollte eigentlich einen ganz normalen Bahnsteig haben. Asphalt. Boah, den kann man nehmen. Nee, der sieht mir zu neu aus. Doch der wird's, glaube ich, hier. Und setzen hier vorne nochmal ein Stück Bahnsteig hin und jetzt gucke ich mal, ob ich hier tatsächlich wieder ein Gebäude dran setzen kann. Das noch funktioniert. Nee, das darf ich nicht. Okay. Da habe ich keine Andockmöglichkeit für. Das heißt, wir kriegen jetzt aber hier noch eine Treppe hoffentlich dran. Das sind die niederländischen Treppen. Wo haben wir denn die deutschen Treppen? Die habe ich doch vorhin schon gesehen. Ach, hier habe ich die. Ja. Einmal, zweimal. Und dann kann man nämlich hier vom Bahnsteig runter auf die Straße. Das heißt, naja, das sieht, kann man tatsächlich jetzt im Spiel schon, aber man sieht noch nicht, dass man es kann, weil eben hier genau die Unterführungen noch fehlen. Die muss ich eigentlich auch noch dazu basteln, weil die ja sonst praktisch über die Gleise laufen müssten. Und das ist hier eben auch, gibt es keinen entsprechenden Übergang an der Stelle. Ich gucke jetzt gerade mal, ob ich die Unterführungen hier so schnell finde. Eigentlich müssten die ja hierbei sein, bei den Passagieren. Gebäude, da sollte es doch eigentlich zu finden sein. Ah nein, das muss ich glaube ich hierüber machen, konfigurieren. Plattform, hier sind Fußgängertunnel, das heißt, ich muss jetzt hier noch einen Tunnel hinmachen und auf der anderen Seite auch. Und jetzt sollten die tatsächlich von ihrem Gleis hier rüberkommen. Okay.
Und einen Moment, ich stoppe mal ganz kurz die Aufnahme an dieser Stelle. Jetzt habe ich nämlich gesehen, ich habe hier die falschen Unterführungen gemacht. Ich gucke mal eben, ob ich die richtigen finde und bin dann gleich wieder da. So, willkommen zurück. Das ist der Bahnhof jetzt so, wie ich ihn haben wollte. Und da oben sagt er mir gerade, dass er ein Zug Probleme hat. Okay, dann gucken wir da jetzt noch mal kurz in dieser Folge. Mal schauen, was da los ist. Warum stehst du in der Gegend rum? Wahrscheinlich, weil wir dir da oben irgendwelche Gleise geklaut haben. Der will da oben rein. Ja, wir haben ihm hier, glaube ich, ein Ausweichgleis gerade weggenommen. Ja, der muss, glaube ich, hier rüber in das Gleis rein können. Sonst können die sich nicht begegnen, wenn ich das richtig sehe. Das machen wir jetzt mal provisorisch fertig und gucken, ob das funktioniert, wenn ich dir hier noch ein Stück Gleis gebe. Das ist jetzt natürlich noch nicht endgültig so, wie es sein soll. Und dann brauchen wir hier auch noch irgendwo ein Signal. Vermutlich, damit der nicht da das blockiert. Gucken wir mal eben. Da gibt es noch ein Ausfahrsignal. Auch das werde ich mir später nochmal angucken. So, jetzt sollte es wieder funktionieren. Genau, hier oben die Züge wollen wieder fahren und tun das hoffentlich auch. Ja, hier muss man sehen, hier muss eh noch irgendwo eine Ausweiche gebaut werden, aber das wollte ich jetzt heute nicht mehr machen. Was ich noch machen möchte, ist, ich möchte diese Gleise noch ein Stück weiterziehen hier. Und zwar in Richtung Grenze, Pseudogrenze, wie immer man es nennen will. Und die sollen dann nämlich quasi hier oben irgendwo in den Bahnhof rein. Ich glaube nicht so ganz gerade. Ich hoffe, hier wird noch was zwischen entstehen. Ich ziehe die mal hier rum. Zweite Gleis auch. Und hier oben brauchen wir dann natürlich auch noch, und das müsste ich jetzt als nächstes noch machen, hoffen, dass das jetzt ein bisschen flüssiger geht. Hier zumindest noch ein weiteres Gleis an dieser Seite würde ich es bauen, weil da wird es relativ kurz. Das heißt, ich versuche mal an der Stelle hier jetzt Gleise anzubauen. Gleise, da sind sie. Damit wir da noch einen Zug, der ja definitiv an der Stelle endet. Also wir hätten, nee, wir haben ja eigentlich genug Gleise. Wir haben ja zwei Gleise, wir können den ja hier reinnehmen. Okay, wir brauchen gar kein weiteres Gleis. Ich würde dann nur dieser Linie den anderen Bahnsteig hier in Fellburg geben, nämlich die 1. Gucken, warum das jetzt nicht geht. Okay, hier fehlt ein Stück Weiche. Das sollte sich relativ schnell erledigen lassen. Oberleitung, ja. Hier reicht 180 sicherlich aus. Können wir auch die 200er Betonschwelle nehmen. Jetzt müsste man hier nur noch eine Weiche hinkriegen. Wenn wir sie da nicht hinkriegen, dann kriegen wir sie aber da auf jeden Fall hin. Okay, das sollte jetzt also auch wieder funktionieren. Warum will der nicht? Drehen wir ihn einmal und es funktioniert. So. Und mit dem anderen Gleis müssen wir jetzt da rein. Dann muss ich wahrscheinlich die Weiche eh nochmal umbauen, aber ich möchte jetzt zunächst mal hier mit dem Gleis hier an das andere ran. Fahr mal aus dem Weg. So, du kommst da lang. In dieses Gleis rein. Zweite Gleis nehmen wir mit. Bis hier oben. Und ja, das soll jetzt eigentlich hier in das zweite Gleis rein. Das muss aber auch gar nicht. Das kann hier oben durchaus eingleisig werden. Das ist nicht weiter schlimm. So. Zug 20 und Zug 23, das sind wieder unsere beiden Problemzüge. Ja, da gucke ich gleich im Off mal nach, was da falsch ist. Das Letzte, was ich jetzt noch mache, damit ich es nicht vergesse, hier kommt ein Einfahrsignal hin. Haben wir eigentlich auch niederländische Signale? Das wäre natürlich spannend. Das gucke ich mal eben. Das sehe ich jetzt hier aber auf Anhieb nicht. Reichsbahn haben wir. Reichsbahn haben wir. Niederländische Signale. Jetzt muss mal gucken, ob es die als Mod irgendwo gibt, dass ich die einfach nur nicht geladen habe. Solange würde ich jetzt hier mal so ein relativ allgemeines Einfahrsignal nehmen. Sowas hier an diese Stelle. Und ja, alles Weitere in der nächsten Folge. Ich
Ich hoffe, es hat euch trotz dieser etwas umständlichen Bastelei hier in Giffendorf ein wenig gefallen. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.